Was haben wir hier eigentlich? Das ist das. Ach, der liegt jetzt auf dem. Das Männchen kann ja auf der 3 bleiben. Ich würde sagen, ich mache für heute erstmal Aufnahmepause. Und da kümmere ich mich dann beim nächsten Mal drum, was daraus wird. Haben wir Licht mit drin? Weil eins würde ich vielleicht gerne noch machen wollen. Wo ist eigentlich mein Licht? Auf welcher Ebene? Ich finde es doof. Ich weiß nicht, kann man Ebene nicht benennen? Edit Source. Okay, keine Ahnung. Hier ist also unser Licht. Ich muss das mal irgendwie gerade ganz kurz anders managen. Hier ist Kamera und Licht. So, das heißt, wir legen Kamera und Licht mal hier hin. Das ist komisch, weil normalerweise lege ich da nicht hin und ich hoffe, dass ich mich dann nächstes Mal noch dran erinnere, dass das deswegen so komisch ist. Das muss rein, das muss nicht rein. Oh, ich dachte gerade, das Männchen ist ja groß, aber es steht in der Luft. Das muss mit rein. Ja genau, Delete, was sonst. Und natürlich die Kamera mal nehmen. Dann werden wir das einfach mal so machen. Können wir uns mal so ungefähr einen Eindruck machen, wie es denn dann mal in welche Richtung gehen wird. Aber mit dem schrägen Dach, das fetzt eigentlich. So könnte ich mir das vorstellen. Ich finde, der Übergang ist zu scharf. Also so könnte ich mir das eigentlich wirklich 1A vorstellen hier. Also gerade, ne? So ist jetzt noch nicht sauber, der Übergang. Aber man kann es auf jeden Fall schon... So ist halt so eine kleine Box, die da rauskommt. So, da kann man so leicht versetzt drin sitzen. Und hier geht es dann mit dem Haus weiter. Kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, finde ich. Gleich mal speichern. Fetzt. Trotzdem muss ich sagen, relativ gut vorangekommen jetzt eigentlich für heute. Also eigentlich ganz gut was geschafft. Auch mit den Bäumen, das man ausprobiert, das Schild und so weiter. Wir müssen natürlich nächste Mal noch sehen, dass wir den... Stimmt, der Eingang muss ja auch noch, ey. Das habe ich jetzt schon wieder völlig verdrängt fast. Dass wir da den Eingang noch hinbekommen. Warte mal. Gerade nochmal vielleicht eine kleine andere Position einnehmen, dass man das nochmal aus einer anderen Perspektive kurz sieht. Wie das aussieht. Einfach nur mal so just for... Looking. Looky, looky. Wieso renne ich eigentlich auf Slot 2? Habe ich auf Slot 1 noch irgendwas drin? Aber man kann sich das schon so ganz gut vorstellen eigentlich. Finde ich. Auch dass es dann nach da oben weitergeht. Und eigentlich, ich habe Ideen, wie man es machen könnte, aber ich befürchte, dass ich da irgendwie mit der Umsetzung scheitere. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass das heute nichts mehr wird. Deswegen lasse ich das jetzt lieber ruhen und mache das dann nächste Mal. Obwohl ich jetzt auch gerade für das Tor noch eine Idee habe. Ah, ich habe so viele Ideen schon wieder. Ach, warte mal. Ich werde, also wir machen das jetzt so. Weil ich habe gerade eine gute Idee für das Tor. Ich mache eine kurze Pause und bin gleich wieder da. So. Pause doch wieder länger gewesen als geplant, aber, also jetzt nicht stundenlänger, aber ein bisschen. Und jetzt geht es aber weiter mit dem Tor. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir machen uns eine Berserker Curve zunutze. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich anfangen soll, verdammt. Ich weiß schon, wie es ungefähr aussehen soll, wenn es fertig ist. Aber ich weiß wieder nicht, wie ich anfangen soll. Also es ist quasi so wie immer. Cursor to selected. Aber wieso spreche ich schon wieder so leise? Blablabla, ich muss ein bisschen lauter sprechen, damit man mich gut hören kann. 0. Wir machen das mal so. Dann können wir den eigentlich... Ich glaube, ich muss den so drehen im Edit, im Object Mode, dass das anständig funktioniert. Kurz hier mal ein paar Einstellungen treffen. Weil die Handles brauchen... Ah, nee, warte mal. Siehst du das? Scheiße. Warte mal.
So. Wir müssen es doch gerade lassen. Aber kriege ich das dann so da drüber? Ich weiß das jetzt gar nicht. Warte mal. Ah, jetzt ist es doch komplizierter, als ich dachte. Und wieso ist denn das jetzt auf der Ebene eigentlich? Wenn ich mal fragen darf, falls es nicht zu viel Umstände macht, dann doch lieber auf der. Ich ziehe das jetzt mal mittig. Das wird nicht hinhauen, wie ich es mir jetzt denke. Das kann einfach nicht hinhauen. Huch. Rotieren um 90 minus. Rotieren um 90. Wieso ist denn das so klein? So, wir machen das mal so hier. Machen das mal so hier. Dann können wir beide nehmen. Und so hier. mal den. Nee, sondern Subdivide. Subdivide. Und den machen wir jetzt einfach so ein bisschen. Ich sehe das auch gerade so schlecht. Weil ich wieder wie ein Maulwurf hier quasi mehr darauf achte, richtig vor dem Mikro zu sitzen, dass man mich ordentlich hören kann. Anstatt irgendwas anderes. Machen wir das rund? Oder machen wir das eckig? Lass mal was probieren. Es ist wie immer, wir probieren mal was. Erstmal muss ich das hier, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen anders machen. Kann ich eine Bezier eigentlich auch mirrorn? Nee, aber ich kann so machen und es hinterher mirrorn. Haha. Und zwar würde ich gerne Folgendes machen. Lass mal probieren. Ich nehme einen Cube. Den skaliere ich mal auf Z runter. Und gehe mal in die Modifier. Da sind sie. Und jetzt sage ich hier, der soll eine Curve verwenden. Und zwar die hier. Das ist die Curve Tor. Jetzt habe ich gerade überlegt, machen wir das so, machen wir das nicht so? Ich weiß es nicht. Wie sieht denn das jetzt aus eigentlich? Irgendwie nicht so. So wie ich es mir jetzt gedacht hätte. Irgendwie ist es jetzt anders. Wie groß ist denn das geworden, sag mal? Das soll sich ja eigentlich. Ja, genau. Ich glaube, das hätte ich vorher noch mal probieren sollen. Weil, failing around und so. Und ich jetzt spontan nicht wüsste, was zu tun ist. Oder doch? Warte mal, wo liegt denn das überhaupt doch, das. Das liegt schon drüber. Ach nee, warte mal. Ich glaube, man muss es andersrum machen, ne? Wo ist denn mein... Ach, da. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Okay, wir nehmen nochmal einen neuen Cube. Freaking Jesus. So, let's try then. So, das ist jetzt hier Cube. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Quatsch. Ein wenig überfragt, überfragt, überfragt. Was ist eigentlich das hier?
Das ist ja nice. Damit müssen wir auch mal was machen, wenn wir groß sind. So, wir wollten aber eigentlich Curve. Und irgendwie... Achso, wir müssen erst die Curve einstellen, I'm sorry. Und irgendwie verwurstelt der das ein bisschen komisch. Ich weiß nicht wieso. Ach, dann wird es wohl doch nichts. Dann müssen wir es doch so machen wie immer. Das muss ich nochmal probieren. Das machen wir aber irgendwann nochmal so, wie ich es mir dachte. Ich muss es aber vorher üben. Ich kann euch damit jetzt hier nicht und so. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Es ist so wie immer. Ich habe eine Idee, aber sie scheitert, weil ich nicht weiß, wie. von daher machen wir das einfach so. Voll. So, und hier können wir ja eigentlich auch irgendwie eine gewisse Dicke rauskriegen. Aber irgendwie nicht. Moment. Was läuft da schon wieder verkehrt? Ach, puh. Ach, twisten können wir das ja hier auch, das Ding, siehst du? Um die Curve drumrum. Warte mal, eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht. Wo ist das denn? Ich habe das doch jetzt schon 10-mal gemacht. Sag mal, das gibt's doch nicht. Warum schafft er denn nichts? So wird er dünner. Ich sage jetzt da mal nichts dazu. Ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Einfach mal nichts, sage ich dazu. Wieso sind wir eigentlich auf der Bezier Curve? Ach, puh. Wieso geht das jetzt schon wieder nicht? Ich verstehe das nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen buggy ist. Und wieso bin ich jetzt bei Text? The fuck? What the fuck? So, gut. Wir machen das nochmal und dann geht es. Wetten? Full. Extrude. Wir hätten es auch erstmal nullen können. Jetzt gehe ich in die Tiefe. Ich gehe in die Tiefe. Bin ich irgendwie... muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen? Irgendwie nicht. Wieso extrudet der das auf Z? Und... ja, aha, aha. Ja, da will man mal was schaffen. Und dann sowas. Ich bin gerade ein wenig resigniert, um ehrlich zu sein, mit dem verdammten Tor. Weil es jetzt nicht so will, wie ich das will. Ich meine, ich habe vor 3 Tagen oder so, habe ich noch das Dings aufgenommen zu der Tasse. Hier dieses, was natürlich jetzt schon 100 Jahre her ist, wenn ihr diese Folge seht. Das habe ich jetzt gelöscht. Ich hoffe, nichts Wichtiges. Und jetzt funktioniert das nicht mehr. Ich kriege ja wohl die Krise, sag mal. Bezier, ne? Curve und so. Full, weil es soll ja gefüllt sein. Da ist nix. Und dann gehe ich bei Extrude auf Extrude. Das kann ich aber lassen. Ich kann auf Tiefe gehen.